Dieses Video zeigt ein Telefongespräch zwischen der Angestellten im Reisebüro Zöllner und der Kundin Frau Weidner. Sie hat eine Reise nach Berlin gebucht und möchte jetzt noch Eintrittskarten für eine Show bestellen. Sie möchte zwei Karten haben. Die Angestellte empfiehlt Frau Weidner eine Stadtrundfahrt mit einem Linienbus. Frau Weidner bedankt sich für den Tipp und verabschiedet sich. Busreisebüro Zöllner, Schmidt, guten Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Weidner. Ich hätte eine Frage. Ja, Frau Weidner, wie kann ich Ihnen helfen? Wir haben bei Ihnen eine Reise nach Berlin gebucht. Können wir bei Ihnen jetzt auch Eintrittskarten für eine Show bestellen? Es wäre kein Problem. Für welche Show? Für das Revue-Theater in der Friedrichstraße. Meinen Sie den Friedrichstadtpalast? Ja, genau. Eine sehr gute Wahl. Die Show ist eine prächtige Mischung aus Pariser Lido und Rio de Janeiros Copacabana. Wie viele Karten brauchen Sie? Zwei, bitte. Was kosten die? Von 40 bis 75 Euro. Dann nehmen wir zwei Karten im Parkett. Können Sie uns noch etwas Interessantes empfehlen? Selbstverständlich. Machen Sie unbedingt eine Stadtrundfahrt, am besten mit der Buslinie 100. Er fährt am Bahnhof Zoo ab und kommt an der Siegessäule am Schloss Bellevue, am Regierungsviertel, Reichstag und Brandenburger Tor vorbei. Das ist eine kleine Reise durch die Geschichte Berlins. Danke für den Tipp. Die Stadtrundfahrt machen wir dann als erstes. Auf Wiederhören!